Und hallo, schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt zu einem neuen Filmchen der Tammy Maus. Heute möchte ich gerne mit euch Weihnachtskekse backen. Ich bin auch so ein bisschen erkältet, schleppt das schon 2 Wochen mit mir rum. Aber irgendwann müssen wir ja mal anfangen, denn Weihnachten ist nicht mehr weit. Und wir wollen ja so ein paar Leckerlis auf dem Tisch haben. Ja, heute möchte ich gerne mit euch machen die Spitzbuben. Und zwar bin ich ja immer ziemlich viel bei Facebook unterwegs und mir natürlich auch gerne Anregungen. Und da hat die Claudia Schmidt gepostet, das ist nämlich ein Rezept der Claudia Schmidt, die Spitzbuben sahen toll aus, Rezept dabei, habe ich gedacht, setze ich gleich mal um. Vielen Dank dafür, Claudia. Ich hoffe, dass sie bei mir genauso gut aussehen wie bei dir. Aber jetzt hören wir auf zu reden, jetzt legen wir erstmal los. Apropos los, los geht's mit 200 Gramm Zucker. Ich habe übrigens gerade noch schnell Puderzucker gemacht. Das brauchen wir für später, um die Kekse zu bestäuben. Da der Topf gerade noch trocken war, habe ich einfach 100 Gramm Zucker reingegeben und ein paar Sekunden auf Stufe 10. Dann habt ihr Puderzucker. Fertig ist die Geschichte. Deshalb ist der Topf jetzt noch ein bisschen weiß. Aber wir nutzen ihn jetzt weiter. Also, Waage an und 200 Gramm Zucker. Wem das zu süß ist, der kann auch ein bisschen weniger nehmen. Ich nehme auch weniger. Ich nehme jetzt 150. Aber im Rezept steht, wie gesagt, 200. So, weiter geht's mit 3 Eier. 3 Eier kommen dazu. Jawohl. 2 Teelöffel von eurem selbstgemachten Vanillezucker. Jawohl. Dann haben wir hier 200 Gramm Butter, soll weiche Butter sein. Ich habe sie jetzt kurz in Stücke geschnitten und für 30 Sekunden in die Mikrowelle getan, weil die bei mir direkt aus dem Kühlschrank kam. War dann also doch zu hart. Aber jetzt ist sie weich. Jetzt noch rein. 500 Gramm Mehl, genau. Na super, schon wieder alle. Aber das haben wir gleich. Das ging schnell, oder? Haha, ich kann zaubern. So, 500 Gramm. Und ein halber Teelöffel Backpulver. Das wäre es dann auch schon. Deckel drauf. Und 2 Minuten. Knetstufe. Und los geht's. So, das waren die 2 Minuten. Im Rezept von der Claudia steht, dass man den Teig jetzt 1 Stunde in den Kühlschrank geben soll. Ich versuche den jetzt schon mal zu verarbeiten, denn ich habe ja keine Zeit. Also, schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, der Topf ist fast leer, fast sauber. Den Teig rollen wir jetzt aus. So, und dann geht's los. Und zwar habe ich mir so Ausstechförmchen gekauft. In Herzform, in Blumenform und so andere Kringel. Die gab es übrigens beim Teddy ganz günstig. Nur so als Tipp. Ich habe mich jetzt für diese 3 Formen entschieden. Das stechen wir jetzt erstmal aus. Und los geht's. So, das wäre das. Jetzt habe ich hier mein Backblech. So sieht es jetzt übrigens aus. Nehme ich erstmal die Ränder raus.
So sieht's jetzt aus. Spitzbuben werden mit Marmelade gemacht. Es werden zwei Kekse übereinander gesetzt. Deswegen lassen wir jetzt eins von diesen Formen lassen wir ganz und in einem das, was nachher drauf kommt, damit man die Marmelade sieht. Ich kann das jetzt schlecht erklären, ihr seht es nachher einfach. Also in der Hälfte, ich habe hier jetzt 2, 4, 6, 8, 10 von jedem gemacht und in 5 habe ich jetzt hier so einen Schraubverschluss von der Flasche. In 5 davon, also in meiner Hälfte, mache ich jetzt in der Mitte kleine Löcher rein. Dadurch kann man später die Marmelade sehen. So sieht es jetzt aus. Die gehen jetzt in den vorgeheizten Backofen, Ober-Unterhitze, 10 bis 12 Minuten in den Backofen. Und in der Zwischenzeit mache ich den Rest noch fertig. Da liegen noch meine Herzen. Und das ist natürlich der Rest vom Teig, den machen wir auch noch fertig. Also dann, bis gleich. So, da sind wir wieder. Die Plätzchen sind fertig gebacken. Bei mir haben sie 13 Minuten gebraucht bei 160 Grad. Hier habe ich jetzt meine Pärchen liegen. Einmal ohne Loch und einmal mit Loch. Die mit Löchern, die könnt ihr jetzt erstmal mit Puderzucker bestäuben. Sie müssen natürlich komplett abgekühlt sein. So, das machen wir jetzt erstmal. Tüchtig Schnee drauf. Das wäre das. Und die ohne Loch, die werden jetzt gefüllt mit Marmelade bzw. Gelee. Ich habe das hier mal in so einen Gefrierbeutel gefüllt. Da schneide ich jetzt an der Ecke ein kleines Loch rein. Es muss Gelee sein. Wenn ihr Marmelade habt und da sind Stücke drin, dann habt ihr ein Problem. So, jetzt nehmen wir ein Unterteil. Könnt ihr das auch so sehen? Ja. Kommt jetzt ein bisschen Marmelade drauf. Jawohl. Dann nehmen wir das dazugehörige Oberteil. Muss noch ein bisschen mehr verteilt werden, damit es auch klebt. Dann sind die Spitzbuben fertig. So sehen sie dann aus. Die Marmelade habe ich vorher ein bisschen erwärmt. Hatte ich das schon gesagt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Dann klebt sie halt besser. Herzchen! Also ich habe mich umentschieden. Ich mache das doch mit dem Löffel. Finde ich, geht einfach irgendwie besser. Darf auch ruhig ein bisschen mehr sein. Muss ja auch ein bisschen kleben. Tada! Fertig! Schaut mal! Also fürs erste Mal, finde ich, habe ich die super hingekriegt. Also die werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Ich finde, die sehen richtig toll aus. Beim nächsten Mal würde ich allerdings den Teig etwas dünner ausrollen, weil dadurch, dass sie ja jetzt doppelstöckig sind, sind sie doch sehr dick. Ja, mit der Marmelade, das hat auch besser geklappt mit dem Löffel als mit dem Gefrierbeutel. Ja, ansonsten habt ihr gesehen, wie es geht. Ich würde mich freuen, wenn ihr es nachmacht. Ja, das Rezept schreibe ich euch unter das Video in die Infobox. Das Rezept ist von der Claudia Schmidt. Danke nochmal, Claudia. Deine sahen etwas besser aus, glaube ich. Aber schmecken werden sie wahrscheinlich genauso gut.
So, ihr Lieben, das war's. Das erste von, ja, von hoffentlich noch mehreren Keks-Videos. Bis Weihnachten ist ja noch ein bisschen. Ich beeile mich. In den nächsten Tagen kommt das nächste. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Vielen Dank fürs Zugucken. Daumen hoch wäre natürlich wie immer super. Bis zum nächsten Mal. Eure Termi-Maus. Tschüss.